Herzlich willkommen bei Odo TV. Hier ist euer User Mark Boy mit seiner Tochter Eliza. Wir werden jetzt, wie versprochen, den Test des Habeck durchführen. Hier seht ihr den Habeck in Originalgröße stark komprimiert. Daneben das 1-2-3 Seil noch verpackt und den X-Beam. Los geht es nun mit dem Aufbau. Hallo so, Papa. Die Kamera läuft. Hallo Papa, brauchst du nichts sagen. Ich packe jetzt mal den stark komprimierten Habeck hier aus. So sieht er aus in Originalgröße. Für 2 Meter große Menschen geeignet. Hier vorne kann man gut die Kapuze erkennen. Und auf der Rückseite die Halterung, die aus dem Schlafsack eine Hängematte machen. Hier das obere Teil. Und hier das untere Teil. 2 Bäume haben wir uns auch schon ausgesucht. Die sind ungefähr so 5 Meter auseinander. Das 1-2-3 Seil Nummer 1. Die Enden sind gut verschweißt. Ich hoffe, das kann man sehen. Und hier sind die kleinen Ösen zu erkennen, die sich dann bei Belastung zuziehen. Somit spart man sich die Knoten. Ich nehme Baum Nummer 1. Ganz schön praktisch. Da wird hier drum geschlagen. Dann suche ich mir die Ösen aus. 1, 2 und Nummer 3. Nee, so hält das nicht. Das war verkehrt. Man legt das Seil ungefähr in Kopfhöhe um den Baum, zieht 1, 2, 3 Mal durch die Schlaufen durch, prüft nochmal, ob es schön fest ist. Dann fädelt man das in die Halterung ein. Und zieht hier wieder eins, zwei, dreimal durch, zieht schön straff und probiert. Ja, man sieht, es hält. Auf der anderen Seite ist es etwas einfacher. Hier habe ich schon den X-Beam vorbereitet. Er wurde hier eingefädelt. Die Halterung kann nach unten gelegt werden. Das Seil habe ich schon mal an den Baum gehangen. Jetzt komme ich nicht an das Seil ran, okay. Man nimmt sich die vorbereiteten Seilenden, sucht sich auch hier wieder diese Ösen. Zum Einfädeln, zieht schön straff, hängt die eine Seite ein, zieht auch auf der Seite schön straff, hängt die andere Seite ein. Den Schlafsack habe ich jetzt schon mal aufgemacht. Und klappt ihn nach außen.
So, dann wollen wir mal sehen, ob mich die Hängematte auch hält. Man setzt sich vorsichtig so hinein, dreht sich einmal. Kann zuklappen, kann ihn natürlich auch könnte man jetzt hier zumachen. Und kann recht angenehm hier drinnen liegen. Schön warm ist es, recht gemütlich. Er ist jetzt nicht auf volle Breite ausgelegt, weil ich die Isomatte nicht reingeschoben habe von unten. Ah, hier ist die Kapuze zu sehen. Ich mache den mal jetzt nicht zu, weil es recht warm draußen ist. Aber wie ihr sicher seht, ist das sehr gemütlich. So, nun zum Fazit. Man kann sich drehen und wenden, wie man will. Man kippt einfach mit der Hängematte hier nicht um. Man kann nicht rausfallen, man kann nicht nach vorne kippen, nicht nach hinten rausfallen. Ich habe es jetzt hier mehrfach versucht, aber es ist einfach nicht möglich. Man fällt aus der Hängematte nicht raus. Das kommt echt gut. Okay, mit diesem kurzen Test möchte ich mich dann für heute verabschieden. In der nächsten Woche werde ich mal 2 Nächte in dieser Hängematte schlafen. Dann natürlich auch die Isomatte unten in das untere Fach hier. Ich hoffe, das sieht man hier drunter. Einfädeln. Naja, schlecht. Und dann werde ich natürlich auch ein Tarp rüberspannen, falls es danach regnen sollte. Oder falls der Wind aufkommt. Und mal sehen, ob man das Moskitonetz unbedingt braucht oder ob man auch mit einem bisschen Lückenfridolin hinkommt. Okay, das soll es gewesen sein. Hier war euer Marc Boy für das Forum OdoTV. Und natürlich meine kleine süße Tochter Eliza, die mir hier tatkräftig geholfen hat und nebenbei gleich noch etwas gesammelt hat für ihr Haustier. Ein bisschen Gras. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Marc Boy. Ciao.